Die Vision lautet: Erde, Wasser, Luft als wertvollste Güter unserer Zeit mit Hilfe nachhaltiger Projekte für kommende Generationen sicherzustellen. Die Mission: Als regionaler Experte für Wohnraumentwicklung den Erwerb, die Errichtung sowie die Sanierung und Revitalisierung von Wohnraum zu ermöglichen. Das Team: Dietmar Helm, Manfred Rösker und Bernhard Radinger. Und gemeinsam sind sie TIH Trust in Homes. Nun präsentiert das Unternehmen ein neues Produkt, das Business und Investment vereint. Ja, Finanz- und Immobilienbranche sind zwei verschiedene Paar Schuhe grundsätzlich. Wir haben versucht, daraus eine Kombination zu finden. Das heißt, sowohl renditstarke Immobilien zu kaufen, zu sanieren, zu vermieten und auch zu bauen und logischerweise auch zu verkaufen und gleichzeitig, um solche Projekte zu realisieren, braucht man ein entsprechendes Kapital, ein Produkt zu kreieren, mit dem dieses Kapital aufgetrieben werden kann. Was sowohl der Firma als auch den Kunden wesentliche Vorteile bringt. Die TIH hat es sich zum Ziel gesetzt, leistbares Wohnen möglich zu machen, das den Anforderungen einer zweckmäßigen, ökonomisch und nachhaltigen Konzeption entspricht und gleichzeitig den Bedarf in der Region berücksichtigt. Wir realisieren ja derzeit seit Oktober letzten Jahres eine Doppelhaus-Neubauanlage mit 12 Einheiten, sprich 6 Doppelhäuser. Da ist jetzt momentan die 8. Einheit, sprich die 2. Reihe, an der Finalisierung. Die ersten 4 Einheiten sind verkaufsfähig und verkaufsfertig, bezugsfertig. Und da suchen wir natürlich noch Interessenten, weil ja wir einen Eichel brauchen, bis dass wir es bauen. Und dann natürlich auch wirklich bezugsfertig dementsprechend auch verkaufen wollen. Wir haben momentan derzeit Bestandsimmobilien im Bezirk Amstetten, Bezirk Scheibs. Wir haben im Bezirk Lilienfeld, das ist natürlich ein bisschen weiter weg. Aber das sind alles regionale Projekte, wo wir als TIH sagen, wir müssen regionalen Wohnraum schaffen. Und das vor allem leistbar. Und das ist für uns wichtig und deswegen bezirksstädtisch, ländlicher Raum und vor allem natürlich im Mostviertel. Logisch. Bernhard Radinger bringt als Entwickler von Wohnraum Fachwissen aus allen Bereichen des Immobiliengewerbes mit, während Manuel Rösker sich als gelernter Handwerker und Vermögensberater einbringt. Damit setzt TIH auf ein professionelles und fachkompetentes Team. Die wichtigsten ist, dass man eine vernünftige Veranlagung hat, die den Kunden eine Sicherheit gibt in diesen Zeiten und trotzdem eine Verzinsung, die über der Inflation liegt. Und das ist sehr schwierig. Es ist ein Ersatz zu den aktuellen Veranlagungen, die immer weniger attraktiv geworden sind in den letzten Jahren. Und da ist es sicher für den einen oder anderen Anleger sehr attraktiv und interessant. Mit der Schaffung von Wohnraum für Klein- und Mittelverdiener geht auch gleichzeitig das Angebot von Anlagemöglichkeiten in Immobilien für Klein- und Mittelverdiener einher. Durch unabhängige und effiziente Beteiligungsformen für jedermann werden solide Erträge für die Anleger kreiert. Man weiß eh nicht mehr, wo man heutzutage investieren sollte und das klingt gut. Immobilien ist eine Substanz da und vor allen Dingen kennen die zwei Herren, da habe ich ein Vertrauen und das passt. Wir sind eine regionale Firma, wir haben ein regionales Produkt für regionale Anleger, die einfach gern wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert und ja, wo es hingeht. In eine lebenswerte Zukunft, die TIH dadurch erreicht, indem sie solide und nachhaltige Grundwerte mit innovationen und ressourceneffizienten Arbeitsprozessen verbindet.